Recht herzlich willkommen zur 14. Folge von Simotrans mit dem Pack 128 German. Ja, wir sind hier am Markt, haben letztes Mal das mit dem Bier gemacht. Oh, es ist schon alle. Die trinken da ganz viel, obwohl da keine Häuser sind. Das würde bedeuten, wenn das jetzt schon wieder alle ist, kann man eigentlich noch einen LKW da hinzunehmen, ne? 161, okay, die kommen mit der Produktion vielleicht auch nicht nach. Stromanschluss würde das bedeuten, ne? Dadurch wird mehr produziert. Die sind unterwegs. Hopfen wird noch nicht gefragt sein, weil sie noch zum Produzieren genug da haben. Nochmal rein hier. Ja, Hopfen sind 11 da. Jetzt ist die Frage, wie viel Gerste kommt da an? 18 sind da. Reicht das? Und waren zwei Trecker und ein Kleinlastwagen oder sowas war das da. Sind die schon so weit? Ah, der Kleinlaster fährt schon zurück. Aber die anderen beiden sind noch nicht so weit. Machen wir mal gerade einen Tacken schneller, um zu gucken, ob der durchfährt. Ja, der fährt schon gleich wieder durch. Genug geordert. Jetzt ist da 7. Okay, das ist reichlich, was da ankommt dann. Das funktioniert hier mit der Rampe. 2 Stück. Der LKW zieht noch vorher, ja. Aber zurzeit soll das so sein, dass es hier auch klappt. Die Brauerei funktioniert, glaube ich. Schafft er den zu überholen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, ich glaube nicht. Das ist schlecht. Obwohl der hier denn überholt. 53 km/h. Oder täuscht mich, dass das der nicht über... Doch, der überholt auch. Da sieht man es gerade. Wunderbar. Also Trecker werden überholt. Er schafft es jetzt hier nicht, oder was wegen der Schräge vorberechnet, dass er da langsamer ist. Ah, da schafft das, an der Schräge schafft das sogar erst. Nee, auch auf der Geraden geht's aber. Gut, läuft da. Dann gucken wir mal gerade, wie es da hinten bei unserem Bus ist. Lotto, Lauter, Sonderhausen und die vierte Stadt. Baggerballett ist da. Wo sind die Städte? Hier sind sie. Wie die vierte heißt, weiß ich jetzt gerade nicht. Lotto war da oben. Die rechte fehlt mir ja. Waldeck war es, okay. Der Bus fährt gerade hier vorbei. Gucken wir rein, der macht miese. Hat aber voll besetzt. Was ist denn hier eigentlich? Oh, Schrott. Stahlwerk, alt. Das sind die zwei Stahlwerke, die wir schon angeschlossen haben. Die würden auch von hier den Schrott nehmen. Aber da gibt es keine direkten Verbindungen. Hier wäre die kürzeste Strecke wahrscheinlich rüber. Und wo geht das hin dann? Hier rüber. Wäre rein theoretisch machbar. Aber ich glaube, das lassen wir. Vielleicht ergibt sich mal irgendwann ein anderes Netz, wenn es größer gespannt ist, wo dann was mitbenutzt werden könnte. Dann wird das gehen. Guck mal, 36 zurück. Statistiken, Profit. Tja. Betriebskosten sind so. Einnahmen sind so.
Geschwindigkeit ist so. Maut brauchen wir nicht bezahlen. Also Strecke Monat gefahren oder was? Förderungen sind voll hochgegangen. Mal gucken, wenn der immer voll ist, ob der dann plus fährt. Kann, muss aber nicht, ne? Nach Floto sind jetzt 24 unterwegs, der Rest nach Sonderhausen. Ist aber wieder voll. Oder fast voll. Ein Platz ist frei. So, lass mal gerade schneller fahren. Dass der gleich da ist. Da kommt er angeflitzt. Und 30 fahren weiter und wir sind hier aber in den schwarzen Zahlen. Cool. Sag nicht, dieser Bus rentiert sich dann. Wieder schneller laufen lassen. Da kommt er. Und 34 wollen auch zurück. Das heißt, der macht mehr und mehr Gewinn. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen drum machen, um den Bus hier. Die vier Städte haben die Entfernung, die passend ist, um Geld zu machen. Dann werden die auch mit der Zeit wachsen. Und wenn die dann wachsen, dann müssen wir mehr Buslinien, Busverkehr machen, innerorts und so. Gut, okay. Ja, gehen wir mal gerade hier über die Karte und gucken hier oben weiter, wo wir sonst noch so sind. Was ist das hier? Ah, Tierfutterfabrik, okay, die bringt uns nicht so viel, ne? Ist die schon am Wasser gewesen? Tatsächlich. Gut. Hier. Benzin, Diesel, Plastik. Nur die Maschinenfabrik will da was von haben. Hier ist Kohle, die wird nur verarbeitet. Wo ist denn die zweite? Oh, die zweite Mine ist doch hier auch dann auf dem Stück, glaube ich, gewesen, ne? Guck mal, da ist es. Könnte man noch einen Kohlenzug von da aus hinschicken, ne? Wie ist denn die Auslastung? Ist leer. Würde bedeuten, da anzuliefern, würde was bringen. Spricht dafür, das auszubauen, ne? Was macht's Geld? Gucken wir da erst rein. 38. Lohnt sich. Können wir also machen. Ups, falsche Taste. Beziehungsweise nicht Taste, sondern Knöpfchen hier oben an der Ecke. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch hier eine Linie. Ja, fährt er da genau hin. Machen wir anders. Machen wir so. Stumpf vorgefahren, ne? Drüber weg. Geht nicht direkt. Das geht aber. Und da angebunden. Da machen wir zweispurig. Und ja. Machen wir da auch zweispurig, oder? Ziehen wir da noch durch. Und hier würde ich schon sagen, könnte man das dann auch so machen, ne? Dass man daneben herkommt noch. Bahnhof hin oder nicht, das ist die Frage, ne? Und hier mal besser auch noch sowas. So. 3. Ja. Da 3, da zweimal klicken und weil wir können hier noch so machen und da auch noch.
So, und hier können wir bis dahin vorfahren. Sollte funktionieren. So, und hier würde ich sagen, machen wir ein zweites Gleis noch nehmen. Welche Seite wäre denn die bessere Wahl? Auf jeden Fall die rechte Seite. Das müssen wir auch noch hinkriegen. Haben wir schon ausgewählt, passend. So, und dann fünfmal. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Okay. Dann davor weg noch. Dort normales Signal hin. Passt. Und da das Auswahlsignal. Passt. Gucken, wo wir da oben. Ne, da haben wir schon Signale gestellt. Zwischenstück hier nochmal irgendwo. Ne, lassen wir erstmal so. Jetzt mal gucken, wo der lang fährt. Ob der die kurze Strecke nimmt oder die lange. Das wäre noch interessant. Na, schauen wir mal. Der nimmt die kurze Strecke. Dann würde ich ja schon fast lassen. Sagen, können wir so lassen, oder? Na, super. Und was machen wir dann? Einen Zug auf die Reise fahren. Fahren. Gut. Voll cool. Und den nehmen wir aber hier oben weg. Noch ein Depot da unten hinzumachen, wäre zu teuer. Waggons dran. 1, 2, 3, 4, 5 waren das. Und den Fahrplan müssen wir noch ändern. Das wird eine neue Linie. Und die heißt... Was macht er jetzt? Hab ich dort da reingeklickt, oder? Na, ich weiß nicht. So, machen wir dann erst hinzufügen. Fahren wir erstmal da unten wieder hin, wo wir losstarten müssen. Und der Start ist hier. Na, das ist jetzt Blödsinn. Wir brauchen doch den Fahrplan. Da. Und von dort fahren wir nach da oben. Nach da. Die oberste vollladen. Das ist eine neue Linie. Und die Linie heißt Kohle. Ich mach mal Süd. Kohle Süd. Das ist ein guter Name, oder? So, das haben wir. Dann kopieren wir das Ganze zweimal und starten. Aufs Depot zentrieren einmal. Gucken, ob der hier rauskommt. Sollte funktionieren eigentlich. Ich glaube, die zweite können wir auch starten. Es kommt gerade keiner von unten. Sollte gehen. Linie 11 steht da wieder, ne? Das hat wieder gut geklappt mit dem Umbenennen. Kohle Süd habe ich es jetzt genannt. Ich will es hoffen, dass es so bleibt. Und der ist da, der ist da. Der wartet auf freie Strecke. Dann hole ich den besser noch nicht raus. Da kommt ein Zug reingefahren, nämlich. Nicht, dass wir da uns die Route gleich blockieren. Das wäre sehr schlecht. Der fährt weiter durch und holt Kohle. Müssen wir aufpassen, dass es klappt. So. Der ist durch, wisst ihr was? Wir machen mal ein bisschen schneller. Kommt einer, der fährt raus. Der fährt weiter, der ist drinnen und dann können wir den starten.
So, ich glaube, dieser war auch noch Kohle Süd, oder? Hat er. Gut, passt. Und der letzte ist auch unterwegs. So, kurz einmal schneller machen. Nicht, dass da sich einer verheddert. Die fahren alle weiter. Sieht gut aus. Und schneller. Da kommt einer. Schon einer durch? Ich glaube ja, ne, oder? Der da oben war jetzt gerade der erste. Und jetzt müssen hier drei Züge ankommen. Einer. Der fährt aber schon zurück. Zweiter ist da. Dritter ist da. Hat geklappt. Gut. Okay, dann läuft das auf der Seite auch. Marge wird immer besser. Wir haben schon 400.000 plus. Das ist also plus nicht, sondern sind hier mit 400.000 Gesamtvermögen unterwegs. Und unser Konto wird wieder voller. Das ist super gut. Das läuft, würde ich sagen. Hier müssen wir gleich noch ein Ausweiche bauen, denke ich mal. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.